Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kanalkritik. Wir schauen uns heute den Kanal von der Möhre an. Ja, was uns als erstes ins Auge springt, auf dem Kanal, so ist es absolut richtig, ist eigentlich, dass der Kanal sehr schön aufgebaut ist. Wir haben hier die ganzen Playlists, Live-Videos angezockt quasi, Reviews und aktuelle Let's Plays. Wir haben empfohlene Kanäle, einen sehr schönen Avatar, der zum Namen passt, ein Titelbild, wo wir den Namen nochmal haben, für die Leute, die auf den Kanal kommen und vergessen haben, wessen Kanal das nochmal ist, und einen Kanaltrailer, den wir gleich mal anschauen, würde ich sagen. Na? Was ist das denn für ein Scheiß? Der Möhre. Let's Plays, Gaming and more. Ja, der Kanaltrailer sagt auf jeden Fall aus, was du auf deinem Kanal für Videos machst. Und zwar Let's Plays, Gaming und mehr. Und ist an sich ganz nett. Ich würde es allerdings ändern, dass, wenn jemand Neues auf deinen Kanal kommt, er nicht gleich diesen Kanaltrailer in die Fresse gepresst kriegt, weil der statt automatisch auf den Kanal kommt. Das fand ich etwas ungeil gerade, weil ich meine Lautsprecher sehr laut hatte. Ja, Kopfhörer drin ist nicht so schön. Ist aber nicht schlimm. Was habe ich mir denn aufgeschrieben? Was kommt denn als nächstes? Ansprechende Avatar haben wir, ansprechendes Titelbild haben wir, den Kanaltrailer haben wir, die Kanalinfo. Wir haben eine sehr schöne Kanalinfo. Also könnt ihr jetzt mal ganz kurz pausieren und euch durchlesen. Habe ich nichts zu bemängeln dran. Wo ich allerdings was dran zu bemängeln habe, ist, wenn wir hier in die Videos schauen. Das ist mein erster Kritikpunkt. Ich finde, die Thumbnails passen einfach nicht zueinander. Also, das Thumbnail hat einfach einen komplett anderen Artstyle, wie jetzt zum Beispiel... Ah, jetzt sieht man meine Maus sogar. Hat einen ganz anderen Artstyle als das Thumbnail hier. Ich finde das Thumbnail hier... Thumbnail, sag mal ganz oft hintereinander Thumbnail. Ich finde das echt schön, weil du da auch dich selbst drauf hast. Ich spreche dich jetzt einfach mal direkt an. Für die anderen, fühlt euch bitte nicht angesprochen. Weil das ist selbst gemacht. Ist ganz witzig, du hast dich selbst drauf. Das finde ich auch echt schön, so vom Artstyle her. Aber jetzt zum Beispiel das Terraria Thumbnail. Das finde ich echt nicht schön. Und ich finde, es passt auch einfach nicht rein, wenn ich mir hier die ganzen Thumbnails angucke. Das ist jetzt wieder echt schön, hier von The Mighty Quest for Epic Loot. Aber generell könntest du mal gucken, dass du vielleicht einen Artstyle beibehältst. Und ich weiß, das habe ich selbst nicht auf meinem Kanal. Das hier ist auch echt nicht schön, wenn da einfach so das Titelding mit weißem Hintergrund, der... Das Logo vom Spiel, das wollte ich sagen, mit weißem Hintergrund einfach ins Eck geklatscht ist, finde ich, nee. Also da kannst du nochmal dran arbeiten. Ich muss mal ganz kurz auf meine Notizen schauen. Wenn wir in die Playlists gucken, so wow, ist erstmal, hier oben werden alle Playlists angezeigt. Das würde ich komplett lassen. Ich finde es ganz schön, wie du es hier unten hast, mit den aktuellen Projekten, die beendeten Projekte, dann würde ich da noch, dein der Möhre zeigt, hinmachen und ja genau, die Live-Projekte oder Möhre macht's. Was du hier halt noch so an Zusatzprojekten hast, kann man dann noch in separate Listen reinpacken. Aber hier, das einem, wenn man hier auf die Playlist-Seite kommt, erstmal ja, die ganzen Playlists auf einmal ins Gesicht geschlagen werden. Ich war erstmal etwas überfordert und musste mich erstmal reinsuchen. Das könntest du auf jeden Fall ändern. So, was habe ich denn noch? Die Auswahl deiner Spiele ist echt schön. Also ich mag die Vielfalt der Genres, die du auf deinem Kanal hast. Wir haben jetzt zum Beispiel hier so ein Horror-Sidescroller wie Limbo, wir haben Star Wars The Old Republic, wir haben Terraria, wir haben A New Beginning. Das sind total unterschiedliche Spiele und du hast einfach
für jeden was auf deinem Kanal. Was einem auch auffällt, wenn man drauf achtet, regelmäßige Uploads, wenn Uploads kommen, war zwischendurch mal eine kleinere Pause. Ist aber auch nicht so schlimm, solange regelmäßige Uploads kommen, das kommen sie, finde ich sehr gut. Was habe ich denn noch dazu zu sagen? Eigentlich gar nichts, wir können mal in ein Video reinschauen. Und zwar würde ich sagen, hier habe ich schon reingeguckt und die erste Folge von The New Beginning, da ist aber viel Intro, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Video reingucken sollten. Ja, ich lasse es einfach mal abspielen. Ihre Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für... Am besten was, wo du kommentierst. Wenn mein Internet mich jetzt nicht hart denyen würde. Dankeschön, Internet. Konferenz wieder, oder wohl ich eigentlich? Besser nicht. Nein, nein. Die Z-Kapsel scheint so gut, dass dir was einfallen, Faye. Ah, lass dir was einfallen. Hey, aber befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Niemals! Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. Gut, ich glaube, das ist jetzt ein etwas unpassendes Projekt. Ich habe vorher schon etwas mehr reingeguckt und was einem auf jeden Fall auffällt, ist, der Ingame-Sound ist zu laut. Der Ingame-Sound ist zu laut. Ich weiß nicht, ob das in jeder Folge ist. Ich habe, wie gesagt, erst in zwei reingeschaut. Und wenn irgendjemand anders noch redet, dann versteht man nicht kaum. Ich löse das Ganze so. Ich mache davor eine Testaufnahme von ungefähr 2 Minuten, wo ich das ganze Spiel schon mal anspiele. Und dann schaue ich, was ich noch regeln muss. Und eigentlich passt es auch, solange nicht jemand über dein Soundboard drüber wischt und alle Regler verstellt. bitte was? Ich weiß nicht, wovon ich spreche. Ja, die Videoqualität an sich ist aber echt gut. Wir haben HD, wir haben 1080p. Ist sehr schön. Die Audioqualität an sich, also das Mikrofon, ist auch super. Habe ich auch nichts dran auszusetzen. Schweres Deutsch. Ja, ist echt schön, wenn du den Ingame-Sound noch etwas leiser drehst. Ist alles super. Was habe ich mir denn aufgeschrieben zu den Videos? Ja, die Audioqualität ist gut, die Videoqualität ist super. Ist etwas zu laut bei A New Beginning. Zum Commentary. Ich mag deine Stimme. Erstmal vorneweg Kompliment. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme. Und auch dein Commentary-Style ist durchgehend angenehm. Du hast lustige Momente. Habe ich echt nichts dran auszusetzen. Der Satz war eigentlich zu Ende. Warum gehe ich nicht mit der Stimme nach unten? Was mir allerdings aufgefallen ist, wo war das? Ich glaube, das war die Game Review von The... Willkommen zur Game Review. Nein, was nicht. Irgendwo hast du mal ein Intro benutzt und das war so laut, dass es mir die Ohren weggeblasen hat. Und dann habe ich das Ganze leiser gestellt und dann fingst du an zu reden und dann warst du sehr leise. Da musste ich dich wieder lauter stellen. Also, du solltest am besten deine Videos dir angucken, bevor du so hochlädst. Das ist ein Tipp, den ich dir mitgeben kann. Damit du halt sowas auch merkst, dass die Ingame-Audio zu laut ist oder sowas wie mit dem vorgeschnittenen Video, dass es viel zu laut ist. An sich würde ich deinem Kanal, da geht der Kanal-Trailer von automatisch los, von automatisch, ich gut Deutsch, ich würde deinem Kanal, jetzt kommt die Bewertung, Mist. Moment, ich habe mir eine Liste gemacht, das fällt mir gerade ein, mit den Pro- und Kontrapunkten, die steht hier drin in diesem wunderschönen Notizbuch. Wir haben die Pro-Punkte von Design, Videoqualität, Kanalaufmachung und Commentary und das Kontra von den Thumbnails. Wie gesagt, die passen halt echt nicht zusammen. Und der Abmischung sind alles Fehler, die man beheben kann. Ich würde dir für deinen Kanal eine 7 von 10 geben.
wenn du das mit den Thumbnails noch ändern würdest und mit der Abmischung, könnten wir das Ganze auch auf eine 8 heben. Ich hoffe, du bist damit ganz zufrieden und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal das Let's Play zu A New Beginning gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Moment, wo ist meine Maus?